Leute, ich wollte heute mal wieder mit euch über ein aktuelles Thema sprechen. Und zwar kommt die Fußball-Weltmeisterschaft immer näher und wahrscheinlich werden fast alle von euch die Spiele anschauen. Und ich freue mich persönlich auch auf die Weltmeisterschaft, weil es eben wieder ein großes Event ist, weil es die Leute zusammenbringt. Ja, und diese 4 Wochen immer eine besondere Zeit sind. Alle treffen sich, alle sind ja ein bisschen stolz auf ihr Land. Ja, es liegt immer so ein bisschen Magie in der Luft irgendwie. Und wenn das Wetter dann noch mitspielt, dann ist es natürlich perfekt. Und man kann zum Public Viewing in die Biergärten gehen oder in die Bars oder im Garten zusammen grillen und das Spiel anschauen und so weiter. Leider hat so eine Fußballweltmeisterschaft, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, nicht nur positive Seiten. Auch schon die vergangenen Fußballweltmeisterschaften gab es viele Diskussionen über Sinn und Unsinn einer Fußballweltmeisterschaft und allem, was damit zusammenhängt. Und ich dachte mir, ich spreche dieses Thema heute mal an und vielleicht können wir in den Kommentaren oder auf Facebook ein bisschen diskutieren, was so das Pro und Contra von so einer Fußballweltmeisterschaft ist. Ja, der Anlass dieses Videos ist eigentlich, dass es in Brasilien zurzeit ziemliche Probleme gibt und sehr viele Proteste und Streiks und so weiter und man davon hier in Deutschland eigentlich ziemlich wenig mitbekommt. Es wird immer nur die Nationalelf verfolgt, wie sie in Brasilien ankommt, was sie dort macht. Alle freuen sich auf die Fußballweltmeisterschaft, aber hinter den Kulissen läuft ziemlich viel schief zurzeit und die Leute in Brasilien sind nicht gerade sehr zufrieden und ja, die wenigsten freuen sich nur noch auf die Fußballweltmeisterschaft. Ja, so eine Fußballweltmeisterschaft kostet natürlich immer einen Haufen Geld und auch in Brasilien werden Milliarden von Euros ausgegeben, um neue Stadien zu bauen, auch wenn es schon Stadien in den Städten gibt, aber die sind zu alt oder zu klein und deswegen müssen neue Stadien her. Und darüber sind die Leute natürlich nicht sehr begeistert, denn solche Stadien kosten, wie schon gesagt, Milliarden von Euro und das Geld fehlt an allen anderen Enden und wird eben nur wenig investiert in Schulen, in öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und dort wird es wirklich dringend gebraucht. Zum Beispiel in Krankenhäusern kommt ein Arzt auf viel zu viele Patienten, kann sich gar nicht um alle kümmern. Zum Teil kommen Kinder im Wartezimmer zur Welt, weil die Mütter nicht rechtzeitig betreut werden können. Und mittlerweile gibt es immer wieder in einzelnen Städten Proteste. Die Leute gehen auf die Straße, vor allem zurzeit sind es die Metrofahrer, die Polizisten und die Lehrer, die für höhere Löhne auf die Straße gehen. Und ja, die FIFA ist auch nur ein Unternehmen, die eben möglichst viel Profit aus so einer Weltmeisterschaft schlagen will und sich nicht so sehr dafür interessiert, wie es jetzt den Leuten dort geht. Also da werden auch mal ganze Siedlungen umgesiedelt, weil da ein Parkplatz hin muss oder ein neues Stadion. Die brasilianische Bevölkerung selbst wird nicht sehr groß von der Weltmeisterschaft profitieren, sondern vor allem die Unternehmen, die Funktionäre und die Politiker. Ja, man kriegt das hier nur sehr wenig mit. Natürlich möchte ich jetzt die Fußballweltmeisterschaft nicht schlecht machen und auch ich freue mich auf die Zeit und werde mir alle Spiele anschauen. Und mein Traumfinale wäre natürlich auch Brasilien-Deutschland im Finale. Und vielleicht schaffen wir es auch dieses Jahr den Titel zu holen. Ja, und ich wollte das Thema einfach nochmal ansprechen, um euch zu erzählen, was gerade in Brasilien so überhaupt los ist, weil man eben hier so wenig davon erfährt. Und ich das natürlich recht stark verfolge, weil ich eben auch viele Freunde dort habe und mich sehr für Brasilien interessiere. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, zuerst einmal freut ihr euch auf die WM, seid ihr Fußballfans? Für wen seid ihr? Und ja, habt ihr schon von diesen Umständen in Brasilien gehört? Und wenn ja, was denkt ihr darüber? Das nächste Video wird wieder ein bisschen leichter und lustiger. Und ich wünsche euch eine super tolle WM. Habt Spaß und ich drücke natürlich Deutschland und den Jungs die Daumen. Bis zum nächsten Video. Ciao.